sind vor Ihren Gemächern angelangt. Danke euch, Ihre Ritter, für die Essenkarte. Wow, da könnte man ja fast neidisch werden. Die Liebe ist ein seltsames Spiel. Ruhe, du wächst ja alle auf. Nö, die kennen schon alle, deswegen sind wir da. Na, dann lasst euch mal nicht schön. Kavalierspflicht, euer Gnaden, Kavalierspflicht, darf ich Hoheit nun in ihr Schlafgemach begleiten und sie samt in ihr Prunkbett legen? Ha, das könnte dir so passen. Nein, nein, mein Lieber, Zutritt verboten, zumindest heute. Schade. Oh, mir brennen vielleicht die Füße, so wie habe ich in meinem Leben noch nie getanzt. Nur leider mit mir nicht. Tja, Markus, Noblesse oblige, Adel verpflichtet. Oh. Hast du Tramses Gesicht gesehen, als die Frau Bolz sich neben ihn gepflanzt hat? Er war so sauer, er hat nicht einmal mit mir getanzt. Ja, dafür hat die Bolz aber umso mehr übers Parkett geschmeißt. Ich glaube, der hat mindestens 40 Pfund verloren. Der geschwitzt hat. Ist dein Onkel eigentlich auch schon zu Hause? Als erster Vorsitzender. Da muss er doch bis zum Schluss bleiben. Hm, wie spät ist es eigentlich? Gleich erst vier. Oh, schon so spät? Mir ist die Zeit wie im Flug vergangen. Also doch, Pilot. War schön, der Abend mit dir, Markus. Aber jetzt möchte ich ins Bett gehen und von allem noch ein bisschen träumen. Und morgen stehe ich mich vor Mittag auf. Und morgen Nachmittag dann ins Kino. Es gibt nichts, was ich liebe, Theke. Gute Nacht, Theke. Gute Nacht, Markus. Schlaf dich. Du auch. Oh Mist! Was ist? Ich habe ja gar keinen Schlüssel. Ja und, wo ist er? Den hat doch Onkel Ebert für mich eingesteckt, weil ich keine Tasche mit hatte. Ja. Es bleibt uns wohl nichts anderes übrig als für heute Nacht die Kammern zu tauschen. Wie? Du schläfst in meiner Kammer. Und du? Ich setze mich so lange auf die Treppe und warte, bis Onkel wieder kommt. So lange wird es ja nicht mehr dauern. Nein, das möchte ich nicht. Keine Widerrede. Ab ins Himmelbett, Prinzessin. Danke, Frau. Schlaf schön. Gute Nacht. Gute Nacht. Der Schlafanzug ist am Fußende. Ach, Silke Mäuschen, wenn du wüsstest, wie gern ich dich hab. Wer kommt denn jetzt schon wieder? Was ist denn heute los? Komm, wir gehen aufs Dach und schmeißen wir uns gleich wieder los. Hey, Markus, aufwachen! Aufwachen!
Mich heiraten? Ey, aufwachen! Aber Ruhe, nicht so! Lassen Sie mich das mal machen. Hier, halten Sie mal den Kasten. Ramses, hallo. Ramses. Herr Brummer, warum liegen Sie denn hier im Treppenhaus? Hallo, Herr Brummer. Mein Gott, hat der einen gesunden Schlaf? Ja, ja, der ist weit weg. Hallo, Herr Brummer, hören Sie mich nicht? Ich bin's, Frau Knoop. Ich liebe dich. Ja, sag mal, hast du hier im Treppenhaus übernachtet, weil du uns kontrollieren wolltest? Ich habe auf dich gewartet. Verdammt, so weit sind wir schon, dass der Neffe den Onkel überwacht. Nicht so laut, bitte. Du kannst nach Hause kommen, wann du willst. Aber jetzt gib mir doch erstmal den Schlüssel. Welchen Schlüssel? Na, den Schlüssel zu Silkes Kammer. Ja, das würde ich dir so was. Nee. Wir sind hier ein ehrenwertes Haus. Merkt ihr das? Jetzt fang doch nicht an zu spinnen und gib mir den Schlüssel. Silke schläft in meiner Kammer. In ihrer Kammer? Ja. Moment. Und Ewald hat doch ihren Schlüssel eingesteckt. Und jetzt sei so freundlich und drück den Schlüssel raus. Das muss ich erst kontrollieren. So einfach ist es. Na also, ab ins Bett mit dir. Gute Nacht. Gute Nacht. Sie kommen. Nun ist aber gut, Herr Brummer. Halten Sie mal den Kasten gerade. Das arme Tier wird ja ganz seekrank. Sie kommen. Oh, Ramses, Nordeuropas bester Rammler. Fein ist ja, das kann ja sein. Aber was soll ich denn damit? Na, hören Sie mal, den ersten Preis in der Tombola gewinnen und dann fragen, was man damit soll. Ja, aber wo soll ich denn hin damit? Ich kann das Tier doch schlecht mit ins Bett nehmen. Haben Sie es ins Bett nehmen? Wissen Sie was? Ich bastle Ihnen morgen einen schönen Verschlag und den können Sie sich auf den Balkon stellen, so wie ich ihn auch habe. Ja? Ja, genau. Und dann renne ich jeden Tag los und pflücke Löwenzahn, wie? Nein. Der kommt in die Pfanne. Oh, das dürfen Sie nicht tun. Ich als erster Vorsitzender vom Kaninchenzüchterverein weiße, Bote dulde das nicht. Ein so wertvolles Tierchen wird nicht verspeist. Ja gut, dann wird es eben verschenkt. Frau Knob, ich muss Ihnen mal was sagen. Sie werden jetzt wahrscheinlich meinen, ich habe einen in der Krone. Aber das ist nicht so. Aber ich muss es mal loswerden. Wo drückt denn der Schuh, Herr Brummer? Ja, Frau Knob, verhält sich so, Sie mögen mich doch nicht, stimmt's? Wer sagt denn sowas? Mein Intellekt und Frau Bolt. So, Frau Bolt. Ja, dann muss es ja stimmen. Jawohl, das stimmt, weil Sie haben ja Miesepeter zu mir gesagt. Ach, Herr Brummer. Jawohl, doch, Sie haben Miesepeter zu mir gesagt. Und Sie haben ja auch recht, ich bin ja auch ein alter Miesepeter. Aber wissen Sie, wenn man immer so allein ist und wenn man auch nicht mehr gebraucht wird, dann wird man im Kopf schon ein bisschen balla. Ja. Das fällt Ihnen aber reichlich spät ein, Herr Brummer. Spät, aber nicht zu spät. 60 ist ja noch kein Alter und Udo Jürgens ist erst kürzlich 70 geworden. Knobi, Sie sind doch auch immer so allein. Und Sie sind doch auch in den besten Jahren. Aber Herr Brummer, jetzt übertreiben Sie ja schon ein bisschen. In den besten Jahren. Also von mir ist doch auch schon ein bisschen der Lack ab. Auch noch lange nicht, Knobi. Ne? Ich habe mich extra neu eingekleidet. Für mich? Ja, auch für Sie, ja. Ja, dann kommen Sie doch erst mal rein. Ich komme.
koche uns einen schönen, frischen Kaffee, bevor Frau Bold uns hier erwischt. Sonst ist wieder der schönste Tratsch im Gange. Ach, lassen Sie mal. Über Frau Bold lasse ich nichts kommen. Das ist ja eine so nette Frau. Die hat für mich die Treppe gewischt. Und einen netten Kuchen und einen schönen Kuchen hat sie mir auch vor die Türe gestellt. Ja? Was hat sie? Ja, ja, ich habe sie dafür bezahlt, aber das hätte nicht jeder gemacht. Ja? Sie hat sich das auch noch bezahlen lassen? Also das ist ja... Herr Brummer, kommen Sie doch mal rein. Darüber muss ich mehr erfahren. Anzufassen. Was haben Sie?
mitten in der Nacht auf dem Dachboden zu suchen. Ich wollte nur mal nachschauen, ob die Mangel endlich repariert ist. So, mitten in der Nacht? Ja, mitten in der Nacht. Sie treiben sich ja auch zum Nachtschlaf in der Zeit da oben rum. Was hat das zu bedeuten? Sind Sie Schlafwolke? Ich wollte sehen, wo es im Dach durchregnet. Und außerdem habe ich Geräusche dort oben gehört. Der Nachttrapper war heute unterwegs, nicht mitten in der Nacht. So, so. Ja, so, so. Im Übrigen geht sie das einen feuchten Kehricht an. Ja, soll es vielleicht wieder durchregnen, wenn die Küche neu gestrichen ist? Welche Küche? Alfons, meine Küche. Welche Küche? Ja, die Küche vom Frackenhof. Die bekommt am Montag den Maler. Die kriegt den Maler. Wenn Sie nichts dagegen haben. Und ob ich was dagegen habe, bezahle ich nicht genauso hin und wieder meine Miete? Ist schon klar. Alle hier draußen bekommen alles und andere gar nichts. Naja, ich lasse mich ja auch nicht zu nachtschlafender Zeit in meiner Wohnung besuchen. Was soll das heißen? Och, ich meine nur. Los, raus mit der Sprache. Was wollen Sie damit sagen? Mein Gott, Rams, was kriegen Sie sich denn so auf? Haben Sie ein schlechtes Gewissen? Sie meine ich ja gar nicht. Aber die da, die ist eben mit Brummer in ihre Kammer gegangen. Stellen Sie sich das mal vor. Was? Mit Brummer? Ja. Also. Ach, entschuldigen Sie. Könnten Sie sich vielleicht ein bisschen leise unterhalten? Ich möchte gerne schlafen. Ich habe versucht, dich zu erreichen, aber du bist nicht ans Telefon gegangen. Erstens bin ich früh ins Bett. Zweitens spionierst du mir vielleicht hinterher? Sieh lieber zu, dass du endlich befördert wirst, damit wir unsere Miete bezahlen können, ja? Jetzt hau ab. Seid ihr schon wieder hier oben? Hey, Alte. Cool, nein. Wir machen Pause. Wir klingeln nirgends. Raus! Halb zehn. Dann wird man ja wohl mit Anstand bei der Madame klingeln können. Morgen. Na, schon ausgeschlafen? Danke, ja. Ach ja, wissen Sie, ich wollte ja eigentlich schon heute früh zu Ihnen hochkommen. Aber ich habe mir gedacht, lass die arme Frau doch ruhig noch ein bisschen schlafen. Sie sind ja sicherlich nicht so zeitig nach Hause gekommen heute Nacht, nicht? Was haben Sie denn auf dem Herzen, Frau Bolt? Herz? Die hat doch nur eine böse Zunge. Verschämtheit. Ach, wissen Sie, ich habe ja heute Nacht kein Auge zubekommen. Naja, ich war ja schon vor 12 zu Hause. Aber glauben Sie, dass ich einschlafen konnte? Die ganze Nacht habe ich mich hin und her gewälzt. So sehr hat mich das gequält. Ja, klitschnass war ich geschwitzt. Naja, man hat ja schließlich sowas wie ein Gewissen, nicht? Haben Sie das, Frau Bolt? Natürlich, was denken Sie denn? War es denn noch schön auf dem Fest? Danke, ja. Ich habe mich prächtig amüsiert. So? Na, ich ja nicht. Also nein, also nie wieder gehe ich auf so einen Karnickelball. Da war noch überhaupt gar keine Menschenseele, mit der man auch nur ein vernünftiges Wort reden konnte. Ach, und dann diese Musik. Warum sind Sie denn eigentlich draufgekommen? Ach Gott, ja, das habe ich ja ganz vergessen. Meine Güte, ich habe heute Nacht kein Auge zugekommen. Ja, das sagten Sie bereits. So, ja, stimmt, das sagte ich wohl schon. Ja, wissen Sie, ich habe doch ganz vergessen, Ihnen die 15 Euro zu geben, die mir Herr Brummer für Sie gegeben hat. Ach, Herr Brummer hat Ihnen 15 Euro für mich gegeben. Ja, fürs Treppenputzen. Oh, das habe ich ganz raffiniert eingefädelt. Naja, ich wusste ja, dass sie ihm nichts abgenommen hat. Er hätte nicht. Und wissen Sie, das geht ja nicht ganz ein. Naja, und dann habe ich mir gedacht, ich sage, dass ich die Treppe für ihn geputzt habe und dass sie mir 15 Euro dafür geben soll. War das nicht raffiniert von mir? Ja, also wirklich sehr raffiniert. Und wo sind die 15 Euro? Ja, das ist jetzt so. Da wollte ich sie ganz gerne.
ich mir die noch bis zum 15. ausleihen könnte. Ja, weil die hat mich Bäcker Lachsgang gegeben, weil die mir keine Semmeln mehr bringen wollte. Ja, nur weil ich mal ein paar Wochen nicht bezahlt habe. Naja, mein Mann, der kann in der Früh so schlecht was anderes essen. War denn der Herr von der Kripo noch mal da? Kripo, komm, lass uns abbauen. Stimmt, das wissen Sie ja gar nicht. Der hat ja mit Ihrer netten Untermieterin geredet. Ja, stellen Sie sich mal vor, hier war ein Kripo-Beamter, weil hier im Haus getratscht werden soll. Ja, wer tut denn sowas? Also das würde mich auch mal interessieren. Sagen Sie, Frau Boll, was haben Sie sich eigentlich für eine Geschichte wegen dem Kuchen ausgedacht? Kuchen? Ja, wegen dem Kuchen, den Sie für Herrn Brummer gebacken und vor die Tür gestellt haben. Ach ja, den Kuchen meinen Sie? Ja, da ist er auch drauf reingefallen. Naja, ich wusste ja, dass er ihn von Ihnen nicht gegessen hätte, weil Sie doch Streit miteinander hatten. Ja, dann habe ich mir gedacht, sagt, dass der Kuchen von mir ist, ja, dann isst ihr ihn wenigstens, wäre sonst auch schade drum nicht. Ja, und was soll ich ihm sagen? Der hat's wirklich geglaubt. Also, Frau Boll, Sie sind ja wirklich ein herzensguter Mensch. Ach ja, das bin ich wohl. Ich kann es ja gar nicht haben, wenn die Leute Streit miteinander haben, nicht? Sagt doch immer, es geht doch nichts über eine gute Hausgemeinschaft. Und was für ein Glück, dass Sie sich wieder mit Herrn Brummer vertragen haben. Der arme Mann ist ja auch so ganz alleine, nicht? Sie müssen keine Angst haben, von mir erfährt keiner was. Das darf aber ruhig jeder wissen. Na, 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 das andere auch. Was meinen Sie? Nein, 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 Frau Blum, Sie brauchen wirklich keine Angst haben. Von mir erfährt keiner was. Ich weiß doch, wie das ist. All die Jahre waren Sie allein. Die vielen Entbehrungen, das zehrt. Worauf wollen Sie denn jetzt eigentlich heraus? Doch nur sage nichts. Bleibt alles unter uns. Frau Boll, wenn Sie es mir nicht sagen wollen, dann behalten Sie es meinetwegen für sich. Aber eines kann ich Ihnen sagen. Wenn Sie mit Ihrer Giftspritze noch mehr Geschichten in Umlauf bringen, dann werde ich Sie wegen Verleumdung anzeigen. Und an meiner Haustüre möchte ich Sie auch nicht mehr sehen. Verstanden? Ich habe nämlich ein für alle Mal genug von Ihrem Tratsch. Boah, sitzt auch noch auf dem hohen Ross, die feine Dame. Tja, ich sag's ja, nicht einen Funken Erden fühlen. Naja, von wegen Verleumdung. Was man gesehen hat, hat man ja schließlich gesehen, nicht? Kein Wunder, dass der das peinlich ist. Mal sehen, was der dazu sagt. Hey! Lass den Ruhe in Ruhe! Hast den Job nur Unheil angerichtet? Unheil richtest bloß du an. Nee. Sieh zu, dass du eine Tote nach Hause bringst, dann muss ich nicht so viel schuften. Und jetzt verschwinde. Ansonsten heißt es bloß wieder Mantrat.
Tramsen hat's nämlich auch gesehen. Und trotzdem stimmt's nicht. Mein Neffe war nämlich heute Nacht nicht in seiner Kammer. Und das will ich Ihnen jetzt mal sagen, Frau Beuth. Wenn Sie davon nur ein Sterbenswörtchen unter die Leute bringen, dann werde ich Sie verklagen wegen übler Nachrede. Und damit Sie es wissen, lassen Sie mich in Zukunft in Ruhe mit Ihren Tratsch und mit Ihren Lügengeschichten. Die will ich nämlich gar nicht hören. Auf Wiederhören! Auf Wiedersehen! Von wegen, der war nicht in seiner Kammer. Was man gesehen hat, hat man ja schließlich gesehen. Hier steckt ja wohl die ganze Bagage unter einer Decke. Oh, Herr Kommissar. Guten Morgen. Wollen Sie zu Kochno? Wenn Sie nichts dagegen haben? Nein, natürlich nicht. Ich bin ja froh, dass Sie sich hier um alles kümmern. So kann es ja auch nicht weitergehen mit der Tratscherei hier im Haus, nicht? Tratscherei? Ich will nichts gesagt haben. Nachher heißt bloß wieder, ich bin diejenige welche. Dabei habe ich für sowas überhaupt gar keine Zeit. Ich habe weiß Gott genug um die Ohren. Ich muss jetzt sowieso runter meinem Mann einen Kaffee machen. Der hatte nämlich Nachtdienst. Wiedersehen, Herr Kommissar. Die Gute hat die geile Tafel im Schrank. Guten Tag, Frau Knob. Ich möchte gerne meine Tochter sprechen. Ist sie da? Leider nicht. Sie ist direkt nach dem Mittagessen weggegangen. So, schade. Ach ja, das finde ich gar nicht. So habe ich wenigstens mal die Gelegenheit, mit Ihnen ein paar Takte zu reden. Und nur damit Sie es wissen, Ihre Tochter bekommen Sie nicht wieder. Wenn sich ein Vater so wenig um sein Kind kümmert, dann hat er selbst Schuld, wenn es ihre eigenen Wege geht. Das wollte ich Ihnen schon lange mal sagen. Aber als ich noch bei Ihnen beschäftigt war, musste ich ja den Mund halten. Aber darauf brauche ich ja jetzt keine Rücksicht mehr zu nehmen. Aber liebe Frau Knob. Ich bin nicht mehr, liebe Frau Knob. Sie sollten sich was schämen. Da haben Sie so ein Brachtmädchen und kümmern sich nicht darum. Sind Sie jetzt fertig? Haben Sie alles gesagt? Ich bin gekommen, um meine Tochter zu bitten, zu mir zurückzukommen. Ich habe eingesehen, dass ich einen großen Fehler gemacht habe. Hoffentlich ist es noch nicht zu spät. Ach so, ja, also nein, das glaube ich nicht. Und wenn das so ist, dann entschuldige ich mich natürlich vielmals, dass ich so mit Ihnen gesprochen habe. Ist ja gut, Frau Knob. Sie haben ja recht, ich danke Ihnen. Oh Gott, wir stehen ja immer noch im Treppenhaus. Wollen Sie vielleicht mal reinkommen? Das ist nett von Ihnen, aber ich möchte noch etwas an die frische Luft. Ich komme später nochmal. Ich glaube, da kommen Sie schon. Ja, da sind Sie. Haha, so kriegst du mich nicht herum. Ich will wieder meine Kammer. Aus deinem Kaninchenbau. Oh, jetzt ist es schon Zeit. Wie sieht's denn aus? Silke? Pat? Oh, Herr Seefeld, hallo. Hallo, Herr Brummer, wie geht's denn so? Silke, Ihr Vater möchte mit Ihnen. Lassen Sie nur, Frau Brummer, ich mache das schon seit. Silke? Ja, Pat? Sie gestatten. Ja, wir gehen schon. Silke, komm mal her. Ich möchte dich gerne ins Kino einladen. Du? Aber das hast du ja noch nie. Noch nie gemacht. Ich weiß. Ach, wollen wir uns nicht lange bei der Vorrede aufhalten. Nicht so, mein Kind. Ich habe lange nachgedacht, was du mir gestern gesagt hast. Und ich habe eingesehen, dass du im Mann recht hast. Kurz und gut, ich habe mich entschlossen, den Laden abzugeben. Ich will dich nicht verlieren. Du willst? Entweder verpachten oder verkaufen, ich weiß es noch nicht genau. Oh, Papst! Entschuldige, ich habe eine Idee. Markus, Markus! Was ist? Gibt's Ärger? Nein, nein, im Gegenteil. Das Autohaus Seefeld. Das Autohaus Seefeld ist zu verpachten. Und was heißt das? Ach, lass. Papst! Du weißt doch, dass Markus das Herr Brummer, morgen bei dir als Kfz-Meister anfängt. Ja, ja, ich weiß. Wäre es dir nicht auch recht, wenn er als Pächter oder als... Oder? Oh, Papst, ich habe mich so verliebt.
Mein liebes Kind, da er der Sohn vom alten Blumer ist, hätte ich keine Bedenken. Mit seinem Vater zusammen habe ich gelernt und das war ein Fachmann par excellence. Wenn der Sohn nur halb so gut ist wie der Vater, dann muss ich ihn sogar als Wächter oder als Bruder in meine Beziehung aufnehmen. Und dann sauf ich mir mal um.